Was soll Leute, hier ist wieder Draglanz mit Let's Play Metal Gear Rising Revengeance. Wir sind immer noch in Datei R03 unterwegs, jetzt in einem Bürogebäude und wurden hier von Geckos überrascht. Ja, mitten in diesen Räumlichkeiten. Ich habe mich eigentlich ziemlich gewundert. Hier haben wir den nächsten Datenchip. Wow, wie viele haben wir denn dann? Nee, das ist ein Bilderrahmen, 3D-Bilderrahmen. Ah, und sowas habe ich noch nie eingesetzt. Ich will es mal testen. Mal gucken, ob wir damit irgendwie Erfolg haben werden. Ich meine, solche Gimmicks muss ich ja gerne mal austesten. Das ist meine Pflicht als Let's Player. Das will ich nicht nur für mich machen, sondern auch für euch, damit ich das auch mal im Let's Play gezeigt habe und ihr euch ein Bild davon machen könnt, was in diesem Spiel alles so möglich ist. So, dass wir das also alles mitnehmen, ist somit Pflicht. Ach, ein Typ in der Kiste. Hi. You know, there's a rumor the MIBs come from Area 51. Echt? Tun sie das? Und mein Controller, der diesen Akku gerade leer geht, dann auch? Okay. Ich... Wow! Alter! Wie sollte ich denen denn ausweichen? Ups! Au! So viel zu den Schilden von... Au! So viel zu den Schilden von den Typen. Alter, schießt du einfach weiter mit Raketen. Ich glaube, weil die hackt's... Ah! Alter! Zwei Stück dann auch noch. So! Erstmal dich niederknüppeln, dann dich... Alter, Raketen, das gibt's doch gar nicht. Was denkt ihr euch eigentlich dabei? So, so, so. Viel dazu euch. Ich nehme gerne zwei davon. Danke. So. Und dir nehme ich auch noch deine weg. Ups. Na gut, vielleicht nicht die, aber auf jeden Fall irgendwas nehme ich dir weg. Nehme ich deine Beine und andere Gliedmaßen. So. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen Kombo-bedachter spielen. Ich merke, dass ich ziemlich reinmasche. Ups. Ups. So, dann zur Seite gehen, so, und... Ey, das war ziemlich gut, muss ich aber sagen. So, versuch das mal jetzt, hä? Ohne Beine. So, und den Arm verlierst. Kein Grund, gleich in die Luft zu gehen. Oh, ich habe hier ein Stück vom Fenster rausgeschnitten. Ups. Irgendwie habe ich das Fenster weggeschnitten. Da habe ich mich wohl ganz schön geschnitten. Okay, in den Aufzug. Wenn es hier mehr nicht gibt, hätten die mich nicht sofort schon angegriffen. Ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht. Ich glaube, das musste passieren. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, and of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Ja. Was ich eben sagen wollte, ich hätte ja gerne die 3D-Bilderrahmen eingesetzt, wären die Soldaten nicht schon von Anfang an böse auf mich losgestürmt. Aber dann können wir es ja, glaube ich, bei denen da unten testen, nehme ich an. Okay. Müssen wir uns aber erstmal dahin spielen. Was wir haben, ist dort leuchtet auf jeden Fall ein Ölfass, was gleichwertig mit einer Box ist, wer Metal Gear Solid 4 kennt. Es wird dazu übrigens, das kann ich ja ankündigen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal jemals getan habe, aber es steht für mich schon seit einem Jahr fest, dass es ein Re-Let's Play von Metal Gear Solid 4 geben wird. Und zwar schon in Bälde. Hier noch kommt Dead Space 3 und Tales of Graces F wird simultan dazu laufen, sobald Storm 3 durch ist. Und dann wird Tales of Graces F weiterlaufen. Und Dead Space 3 wird auch nicht das längste Spiel. Und ich glaube, danach wird es das Replay von Metal Gear Solid 4 geben. Snake Eaten. Wegen der Leiter. Aber auf die kann ich jetzt nicht drauf. Haben wir hier sonst noch was? Irgendwas Verstecktes? Nö. Ich meine, ich bin hier so in Finderlaune. Irgendwie finde ich auch ziemlich viel. Die kann man nicht hören. Oh. Alter. Damit soll ich mich jetzt abgeben? Ach, die haben die bloß abgesetzt. Ah, ist aber ziemlich unklug. Wir sollten weiter das Gebiet scannen dadurch. Würde ich sagen. Huch! So, da unten Polizeiautos.
Wenn der weg ist, kann ich sogar... Ihr wisst schon, was machen. Aber ich glaube, der wird nicht wegkommen. Ja? So, dann mache ich es jetzt. Ich hoffe, die sehen mich nicht gleich. Ich werde mal gleich zur Seite sprinten, um da schnell aus dem Sichtradius zu gehen. Ups, Miep. Dann kann ich nämlich auch mal den Bilderrahmen einsetzen. So. Den Fliegenden muss ich loswerden. Aber das geht nicht, solange ich den da unten nicht loswerde. Und den da unten werde ich nicht los, solange ich den Fliegenden nicht loswerde. Es sei denn, ich schieße eine Rakete, aber da kann ich genauso gut mich sehen lassen. Das hat ja dann auch keinen Sinn. Oh, was ist das? Eine EM-Granate. Fein. Feines Teil. Oh, ich kann die sogar zerschneiden. Ich wollte nämlich gerade fragen, kann ich die Zäune zerschneiden? Aber runterfallen geht ja eh nicht. Da ist dann eine unsichtbare Mauer. Also kein Problem. Oder doch? Weil ich war gerade ziemlich over the edge. Ist dann da unten noch was? Ich würde jetzt nicht sagen ja. Ist auch nicht. Ah! Fein. So. Also. Den da unten könnte ich so erwischen. Der dort oben hätte mich gerade fast gesehen. Oh, ich glaube, der hat Pferde aufgenommen. Der kommt so auf mich zugerannt. Ich will jetzt schleichen. Ich will mal den Bilderrahmen ausprobieren. Ja, der Radar war gelb, deswegen. Und so. Okay. Fangt. So, was macht ihr? Es ist wirklich wie ein Magazin. Nur das wollte ich sehen. Putz, 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 putz. So, das passiert als Strafe dafür, wenn du eines anderen Projektils, deinen Projektors Frau begehrst. Ist nichts Persönliches, aber man muss das ja mal bestrafen. Das ist meine Pflicht als ordentlicher, treuer Cyborg. Alter, seine Körperteile, der wurde gerade so vergenusst. Naja. Wurzelt. Das geht doch gar nicht. Ups. Und so. Gibst du mir auch noch deinen Arm? Danke. Oder ich hab den nicht. War ziemlich random. So, ich krieg den nicht. Nun gut. Dann ist der Bilderrahmen weg. Dann wissen wir ja auf jeden Fall, dass das jetzt auch wie so eine Art Magazin ist. Also wie man es früher mit Pornoheftchen und so kannte. In Metal Gear Solid 2, 4, 3... Aber was damals niemals zu werfen war. Das ist neu, dass man die Dinger jetzt werfen kann. Aber sie haben mich trotzdem relativ schnell gesehen. Sie waren auf jeden Fall auf der Hut. Trotz allem. So, da ist tatsächlich noch was. Eine Granate. Ist hier was drin? Ich vermute ja manchmal, dass irgendwie sowas wie Wasser da drin sein kann. Na los! Immer mehr davon abschneiden. So, dass der endlich umkippt. Und ich habe gerade das Mikrofon geküsst. Nein. Aber ich bin gerade irgendwie ziemlich nah daran gewippt. So. Okay, dann können wir ja weiter zum nächsten Abschnitt. Da unten war jetzt aber... Nö. Da ist nichts. Okay. Dann sind wir jetzt ohne Gegner hier. So. Was sehen wir hier? Dass wir nichts sehen. Hier kann ich doch sicher rein. Komm, die Tür sieht irgendwie ein bisschen spezieller aus. Na, dann halt nicht. Da habe ich das Spiel wohl ein bisschen überschätzt an diesem Punkt. Aber hier geht's lang. Zu einer speziellen Kiste. Okay. Warte. So. Damit haben wir KP. Und zwar einige. Oh. Wären die sonst auch gekommen? Ich glaube ja nicht. Kam jetzt, weil ich die Kiste geöffnet habe. So, dich aufschlitzen und dir eine verpassen. Schade, mehr geht nicht. Huch. Au. Ja, versuch das mal ohne Beine. Mir in den Arsch zu treten. Schaffst du nicht, ja? Au. Ich glaube, ich will die hier dann doch erstmal ausschalten. Ich fliege aber auch gerade sonst wohin, wenn ich gegen die rushe. Hier, guckt euch das mal an. Na gut, jetzt ging es eben. Aber eben, als ich an die Häuserfassade da geprallt bin... Ganz viele von denen zu haben, ist aber ein wenig suboptimal. Ja, ein wenig ist gut. Eigentlich ziemlich. So. Ah! Alter, ich komme hier aber auch kaum zum Schlag.
So, also. Dann haben wir wenigstens mal eines von denen down, dachte ich. Und wurde eines Besseren belehrt. Verdammt, dieses Bessere gefällt mir aber nicht. Jetzt komm schon. Irgendwie komme ich doch noch an einen ran. Das gibt's doch so nicht. Alter. Muss ich jetzt erstmal elektromagnetische Granaten... Nein, Magnaten. Schön und gut, aber ich nehme dann... Alter. Alter. Ich nehme da jetzt so. Die gingen einfach eiskalt vorbei. Verdammt, was soll ich denn machen? So viele von euch sind schlimm. Ich verliere hier Leben ohne Ende. Es gibt... Und Raiden schlägt überall hin, wo es nicht geht. Das ist doch... Alter. Die Dinger sind kaputt. Die Dinger sind broken. Sowas von. Also in der Masse definitiv nicht zu empfehlen, die zu bekämpfen. Das sage ich euch. Nicht ohne Piloten. So, jetzt machen zwei wenigstens einen Abgang. Ja, gegen dich kann ich dann so noch weiterkämpfen. Ist kein Problem jetzt. Es mussten bloß erstmal die restlichen wegkommen. Breakdance tue ich noch weiter. Boah. Also das war definitiv nicht unbedingt das Beste. Wir können ja mal eine Granate ausprobieren bei den nächsten. Granate habe ich auch so noch nicht eingesetzt. Nur eine EM-Granate, glaube ich. Ich glaube, da habe ich auch noch verfehlt. Müssen wir mal gucken. Ups, ups. So, okay. Da sind wir. Wir hatten dort auf der anderen Seite noch ein Kistchen. Ich glaube, da komme ich dann so lang. Exaktamente. Und da finden wir dann KP. Naja, eine Reparatur Nanopaste. Ich... Ich kann ja einfach mal eine verbrauchen. Hat die mich... Die hat mich nicht voll geheilt? Wit? Da... Verdammt. Da komme ich nicht mehr hin, richtig? Da unten war also doch was. Da unten war eine VR-Mission. Ah! So. Geh auf. Geh auf. Hey, das schaffe ich niemals. Ha, Kontrollpunkt ist auch schon eine Weile her, ha? Tja, da muss ich mir das für mein nächstes Durchspiel merken, dass dort eine VR-Mission ist. Verdammt. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe sie gesehen. Ihr seht sie ja, dass ich sie gesehen habe. So. Okay. Da hinten haben wir noch den Helikopter. Der wird uns bestimmt noch früh genug Probleme machen. Ups. Oh, neuer Gegner. Kontrollpunkt. So. Oh Gott. Oh Gott. Der macht doch nicht gerade wenig Schaden. So. Ich zerstöre das. Dann wird mich das nämlich nicht mehr nerven. So. Hier muss ich auch noch eine reinschlagen. Allein schon aus dem Grund, weil du mich nerven wirst in der Luft. Das kann ja so nicht sein. Und so. Danke. Die Heilung nehme ich dann gerne. Dann können wir nämlich gegen den anderen Hammertypen dort, den Hammerbruder, sehr viel reinschlagen. Boah. Sind da jetzt zwei von denen? Habe ich mich verguckt? Okay. Achte auf deren Bewegung. Klappt nicht so ganz. Achtung, den abwehren. Und so. Dann nehme ich mir nochmal ein bisschen Heilung, wenn du schon so frei rumstehst. Gut. Okay. Lass mich die Kamera drehen. Danke. Also, Sprungattacken und sowas wirken nicht, hä? Boah. Alter, machen die einen Schaden. Alter. Diese Dinger sind übel. Ich muss mir was einfallen lassen. Ach, ich habe doch Granaten. Wieso benutze ich sie dann nicht? Das kann vielleicht noch helfen. Den einen oder anderen Schlag. Alter, ich kann die nicht abwehren. Ich krieg das Timing nicht raus. Vor allem von den gelben Schlägen nicht. Probieren wir es doch. So. Wofür habe ich denn die Granaten, wenn ich sie nicht einsetze? Natürlich zum Einsetzen. Die halten eine Menge aus. Können die überhaupt durch die Granaten... Alter, ich muss von diesen Schlägen weg. Verdammt, das war eine weitere Nanopaste. Habe ich hier noch... Ich glaube, ich habe hier nichts weiter, was ich ihnen entgegenwerfen kann. Wenn sie wenigstens auseinandergehen würden. Ah, wenn ich ihnen den Arm abschlage, habe ich vielleicht eine... Boah! Verdammt, ich habe nicht gesehen, was der gemacht hat. Hey, Tatsache. Er hat seinen Hammer verloren. Er ist weg? Ja! So. Okay. Dann komme ich gegen dich klar. Also ich kann diese gegen... Ich pariere die gelben Schläge, ne? Aber er hat es irgendwie nicht geschafft, auch nur einen dieser Schläge abzuwehren. Der gute Raiden. Der hat keine Arme mehr. Ich glaube, der ist so ziemlich tot. Oh, ja! Und so. Weg mit dem Bein. Hä? Wo fliegt der denn?
Hoffentlich sehe ich sie, diese Typen nie wieder. Ich mag die nicht. Do not like. Ist das eine Nanopaste? Bitte sag ja. Jo, Tatsache. Dann haben wir 4 Stück davon. Bisher habe ich die ja nicht so sehr gebraucht, aber ich fürchte einfach, dass ich sie irgendwann brauchen werde und dann habe ich keine. Snake Eater. Das ist mein Leiter-Gimmick. Ihr werdet es euch schon mal dran gewöhnen müssen. In Dead Space 3 werden wir das sehr oft zu hören kriegen. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss für diesen Let's Play-Part. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Draglinus, over and out. Tschüss.